willkommen hier im Deutschen Fußballinternat zum Torwarttraining. Wir werden uns heute hauptsächlich auf Hand- und Fußkoordination konzentrieren, da der Boden sehr gefroren ist und es sich heute sicherlich verletzt. Es gibt genug Situationen im Spiel, wo es halt darauf ankommt, schnelle kleine Schritte zu machen und wegzurutschen, bei schlechtem Wetter zum Beispiel, oder wenn es halt wie jetzt noch eine Vorbereitung gefroren ist. Und darauf so zu achten, dass er halt die Schritte sauber setzt, gezielt und sich darauf konzentriert, wie er es macht. Ja, und dabei halt das Gleichgewicht hält. Also beim Torwarttraining ist allgemein wichtig, die Hände bleiben immer zentral vor dem Körper und wenn nicht mitgeschwungen wie beim normalen Spielertraining. Es hält daran zu Sorge, dass es immer ein Schuss kommen im Spiel und damit die Hände halt immer perfekt in Stellung sind. Und wenn man halt aus der Übung rauskommt und halt diesen Aufwärtsschritt macht, kann man direkt die Hände hochschieben und den Ball sicher fangen. Okay, los. Hierbei ist es wichtig zu sehen, das Dreieck. Es könnte noch ein bisschen dichter sein. Und dass halt die Finger leicht krumm sind, angespannt sind. Der wichtigste ist dabei eigentlich der kleine Finger. Der kleine Finger ist am meisten toll, dann sogar zu sehen, dass er ein bisschen weiter nach innen sind als die anderen. Weil das der wichtigste Finger ist, um den Grip zu haben außen. Und dass die Hände halt nicht zu nah am Körper sind, weil sonst kann man nicht federn. Und aber nicht gestreckt sind, weil der Ball uns rausfällt. Ja, also so ist eigentlich perfekt. Bei der Übung ist halt wichtig, dass er wieder keine schnellen Schritte macht, um das Gleichgewicht zu halten. Und bei der Aufnahme ist relativ wichtig, die Füße, dass die Füße halt immer parallel sind und gerade. Und dass man halt nicht zu viel runterfällt, sondern erst den Ball mit den Händen wirklich hat, bevor man nach vorne fällt. Wenn man zu früh nach vorne fällt, wird die Gefahr groß, dass er durchrutscht.